Hallo, heute mache ich Kartoffelgemüsesalat in Joghurtsoße. Ich habe also extra kleine Bio-Kartoffeln, dann habe ich zwei Auberginen, zwei kleine Zucchini und ich benötige 4 bis 5 Knoblauchzehen. Ich brauche Pfeffer und Salz, dann brauche ich Naturjoghurt, am besten den milden, und Olivenöl zum Anbraten. Ich schneide also die Auberginen und die Zucchinis auf kleine Würfel. Ebenfalls die Kartoffeln werden klein geschnitten. Dann kommt alles in die Pfanne und wird mit Öl, Pfeffer, Salz und etwas Knoblauch angebraten. In der Zeit bereite ich dann meinen Dip zu aus der Joghurtsoße. Zuerst brate ich die Kartoffeln. Die habe ich mit der Schale belassen. Das ist immer sehr aromatisch. Die sind ja nun mal am härtesten. Die werden dann auch als erstes in der Pfanne gebraten. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt das restliche Gemüse dazu. Muss ich aber nochmal Öl nachgießen, denn gerade die Auberginen und Zucchinis, die nehmen sehr, sehr viel Öl auf. Sonst haben wir das Ganze nachher zu trocken. Das Gemüse ist jetzt fertig gebraten. Und dann zeige ich euch, wie ich den Dip mache. Und zwar, ich nehme den milden Joghurt. Wichtig jetzt an diese Soße muss wirklich kräftig Knoblauch. Gebe ich jetzt auch durch die Presse. Wie man sieht, da kommt schon etliches an Knoblauch rein. Jetzt gebe ich da einfach noch Pfeffer und Salz hinzu. Und jetzt noch ein paar frische Kräuter. Und dann ist unser Joghurt-Dip fertig. Ich handhabe das jetzt immer so. Normalerweise würde ich das gebratene Gemüse direkt darunter rühren, wie beim Kartoffelsalat oder Nudelsalat. Jetzt in diesem Falle lasse ich das separat, weil ich eine größere Menge habe. Dann ist der Dip fertig und jeder kann sich über sein gebratenes Gemüse praktisch den Salatdip einfach drauf tun. Und ich habe dann auch nicht das Problem, weil die Auberginen färben sehr, sehr gerne ab, kennen wir ja alle. Und wenn das dann jetzt stehen würde bis morgen, sofern was übrig bleibt, dann hätten wir morgen lila Flecken in unserer Joghurtsoße und dann sieht das Ganze unappetitlich aus. Unser gebratenes Gemüse, das muss jetzt natürlich abkühlen, weil das Ganze isst man ja kalt, ist ja letzten Endes ein Salat. Sieht super appetitlich aus und ist auch mal was anderes. Okay, ich wünsche euch was, bis bald. Tschüss.